Wir kennen es schon von Smartwatches oder Smartphones. Plötzlich kann man mit ihnen nicht nur die Uhrzeit erfahren, telefonieren oder im Web surfen, sondern auch ganz einfach bezahlen. Kia führt nun mit Kia CarPay die Bezahlfunktion fürs Auto ein, mit der man zum Start bequem Parkgebühren bezahlen kann. Hallo, ich bin Dirk Henningsen und fahre seit Oktober 2022 einen Kia EV6 und bin insgesamt über 300.000 Kilometer mit verschiedenen E-Autos gefahren. Als Innovator der E-Mobilität und langjähriger Nutzer kenne ich die Elektroautos, die einen Smartphone auf Räder gleichen, wie zum Beispiel mein Tesla Model S75, das keinen Startknopf, geschweige denn einen Zündschlüssel, aber dafür ein großes Zentraldisplay im iPad-Stil hatte. In diesem kurzen Video schaue ich mir Kia CarPay und seine Vor- bzw. eventuellen Nachteile näher an. Wenn du noch nicht meinen YouTube-Kanal abonniert hast, hole dies gleich nach, so hilfst du mir mit einem Klick beim Wachstum meines YouTube-Kanals und ermöglichst, dass ich auch in Zukunft solche Videos machen kann. Der Kia EV3 ist das neueste Kompakt-SUV von Kia und sehr interessant, da er mit der 81,4 Kilowattstunden großen Batterie bis zu 605 Kilometer WLTP-Reichweite zu attraktiven Preisen. Wir reden hier von 41.390 Euro unverbindliche Preisempfehlung für die große Batterie und 35.990 Euro für die kleine anbietet. Er ist für mich das ideale Fahrzeug für den typischen deutschen Autofahrer, der nur gelegentlich über 500 Kilometer fährt und ansonsten ein kompaktes Fahrzeug für die Stadt sowie Ausflüge und Touren ins Umland sucht. Gerade im städtischen Verkehr ist Kia dafür bekannt, sehr effizient zu sein. Selbst mit meinem deutlich größeren Kia EV6 verbrauche ich im Sommer nur 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer in der Stadt. Beim EV3 dürfte es noch weniger sein, sodass die Reichweite dann jenseits der 600 Kilometer in der Stadt liegen dürfte. Also, wenn der EV3 in deinem Fahr- und auch Anforderungsprofil entspricht, schaue ihn dir mal bei deinem nächsten Kia-Händler an. Doch nun zum CarPay. Ganz wichtig, nicht zu verwechseln mit Apple CarPlay. Ich hoffe, ich bekomme das von der Aussprache im Video immer sauber hin. Ansonsten weißt du, dass es ums Bezahlen und nicht ums Spielen geht. Beim Kia CarPay geht es um die Bezahlfunktion fürs Auto. Der Bezahldienst Kia CarPay kann über die Kia Connect App, also über das Smartphone, aber auch über den Touchscreen im Auto direkt genutzt werden. Für die Nutzung hinterlegt man die Bezahlkarte des Fahrers und kann so Services, Produkte und Leistungen mit dem E-Auto bezahlen. Und zwar nicht nur Produkte von Kia selbst, sondern im ersten Schritt zum Beispiel die Bezahlung von Parkgebühren bei Parkopedia. Mit Parkopedia kann man europaweit freie Parkplätze finden und die Gebühren dann direkt über den Navigationsbildschirm im Kia EV3 bezahlen. Im ersten Schritt funktioniert die Bezahlung allerdings nur auf Freiflächen, in weiteren Schritten dann auch in Parkhäusern und Tiefgaragen. Interessant ist zudem, dass Parkopedia neben Parkplätzen auch Ladestationen finden und Mautstationen bezahlen kann. Es ist also wahrscheinlich, dass weitere Services zur Parkgebühr-Bezahlfunktion folgen werden. Was bereits feststeht, ist, dass der Bezahlservice Kia CarPay auf alle Kia-Modelle ausgeweitet wird, sodass man in Zukunft nicht nur mit dem EV3, sondern auch im EV6, 9 und vielen anderen Kia-Modellen über das Navigationssystem zahlen kann. Meine Bewertung. Ich finde den Service wirklich hilfreich. Wenn die Navigation zu einem freien Parkplatz zuverlässig funktioniert, ist dadurch schon mal viel Stress aus der Parkplatzsuche gerade in der Innenstadt herausgenommen worden. Die Einschränkung zum Start auf Freiflächen ist auch nachvollziehbar. Ich sehe gerade in Parkhäusern oder Tiefgaragen ein Problem mit der Konnektivität aufgrund fehlender Mobilfunkverbindung. Mal schauen, wie das Parkopedia und Kia lösen. Gerade wenn man Autos als Firmenwagen nutzt, ist es für die Buchhaltung eine große Erleichterung, wenn die Bezahlung über das Auto erfolgt und die Rechnung automatisch an die Buchhaltung geschickt wird und nicht von dem Mitarbeiter eingereicht werden muss. Auch die Übergabe einer Firmenkreditkarte oder die lästige Bargeldausgabe für verauslagte Parkgebühren entfällt. Zudem spart man sich das Suchen über extra Apps, wer nun den gewünschten Parkraum bewirtschaftet, mit welcher App man wie nun bezahlen kann. Dass die Bezahlung auch alternativ über die App Kia Connect möglich ist, macht die Anwendung noch flexibler. Als Privatperson spart man sich das Suchen nach passendem Kleingeld für den Parkscheinautomaten oder das Heraussuchen der Bezahlkarte, wenn man bargeldlos zahlt.
Um Missbrauch in der Praxis vermeiden zu können, erwarte ich bei der Bezahlung via Navigationssystem im Auto die Eingabe einer PIN. Denn ansonsten könnte ja jeder, der das Auto fährt, einfach mit dem Auto bezahlen. Und ob das gewünscht ist? Bei Parkgebühren vielleicht noch kein Problem, aber je mehr Dinge man mit dem Auto dann direkt bezahlen kann, desto größer ist das Missbrauchspotenzial natürlich. Bei der Kia Connect App ist zum Beispiel die Anmeldung bzw. die Freigabe von Funktionen via Face ID oder PIN möglich. Richtig spannend wird es, wenn weitere Produkte mit dem Auto bezahlt werden können, wie zum Beispiel die Waschanlage, aber auch natürlich die Ladung an der Ladestation, Maut und so weiter. Aktuell nutzen bereits einige Hersteller wie Tesla, aber auch Mercedes, VW, Kia und so weiter Plug and Charge, also die Möglichkeit, über das Auto Ladevorgänge direkt zu bezahlen. Neu ist bei Kia CarPay die Bezahlung von weiteren Leistungen wie den genannten Parkgebühren. Die Einführung der Bezahlfunktion hat das Auto wirklich dem Smartphone auf Rädern näher gebracht und vielleicht kann man in Zukunft auf größeren Bildschirmen dann mit dem Auto den Kinofilm bezahlen und direkt im Auto ansehen. Wo würdest du Kia CarPay einsetzen, um zu bezahlen oder eine vergleichbare Funktion? Schreib es gerne in die Kommentare, ich bin gespannt auf deine Antwort. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Dein Dirk Henningsen.